wieder auf dem Ostring fährt. So, moin Team. Eugen, dich möchte ich bitten, mit deinem Team nochmal ganz besonders auf Taschendiebstähle zu achten, auf Trickbetrügerei. Ich werde auf jeden Fall mich gleich mit meinem Team nochmal zusammensetzen, das Ganze mal besprechen, sodass die wirklich die Augen aufmachen, ne? Auch entsprechend auch Geschäfte ein bisschen öfter besuchen, ne? Und einfach mehr in die Innenstadt bestreifen. Fadi, wir müssen jetzt gleich los, wir fahren zum Kunden, wir haben noch ein Beratungsgespräch in Sachen Sicherheit. Ja, ich danke jetzt erstmal für eure Teilnahme, ich wünsche uns natürlich viel Erfolg. Und würde mich freuen, wenn man nicht nur präventiv, sondern auch tatsächlich den einen oder anderen Trickdiebstahl verhindern könnte. Macht's gut. Ja, da ist ein Typ vorgefahren, hat sich den mal auf Anhängerkupplung gemacht und war verschwunden. Da hätte ich gerne welchen von euch dabei, beziehungsweise ich bin gleich zurück. Dann geben Sie mir jetzt gleich die Ware. Holen Sie mal bitte raus. Können Sie mir mal geben. Okay. Dass Sie das nicht dürfen, wissen Sie doch, ne? Hä? Okay. Das habe ich das erste Mal getan, weil ich ihn, also... Ja, nicht, dass Sie sagen, ich habe so viele und so viele Freunde und jedes Mal, wenn sie einen Geburtstag hat, gehe ich mal klauen. Nein, hatte ich auch nicht vor. Ich hatte erst auch nicht vor. Aber dann, wo ich bemerkt habe, sie ist halt so eine Freundin, der kann man nichts Dummes schenken, habe ich dir... Drei Artikel und alles Schminke. Gesamtwarenwert kann ich nur schätzen, vielleicht 20 Euro. Circa. Das weiß ich jetzt nicht genau. Wo sind deine Eltern, wenn ich fragen will? Mein Vater ist gestorben. Ja. Meine Mutter hat mich Stress. Du kommst aus Russland, ne? Ja. Ich auch. Bist du da geboren? Oder wo bist du geboren? Bist du da geboren? Wie lange bist du schon hier? 10 Jahre. Seit 10 Jahren? Mhm. Natürlich sehr traurig. Tut mir leid natürlich für dich. Und wo ist deine Oma? Dein Opa? Auch gestorben. Das ist natürlich jetzt wirklich traurig. Okay. Traurig. Tut mir leid natürlich für dich. Ich habe gleich mitgefragt, Daniel. Sag ihm, ist das alles fertig? Ja. Ich bring das mit. Das ist alles okay. Das war jetzt wirklich sehr traurig. Ich meine nicht, dass sie jetzt einen Diebstahl begangen hat, aber die Lebensgeschichte von dieser jungen Dame, natürlich, das hat mich jetzt wirklich berührt. Die Eltern sind gestorben, Opa, Oma sind gestorben. Die hat wirklich keinen auf dieser Welt. Ist jetzt seit 2-3 Wochen in ein Mädchenheim runtergebracht worden. Ist wirklich ganz allein, verzweifelt. Und ja. Hallo Henninger. Tonowski. Henninger. Frank Niemeyer. Ah, grüß dich. Hallo, guten Tag. Ja, Sie hatten uns angerufen. Sie brauchen eine Beratung. Genau. Wo können wir das in Ruhe besprechen? Vielleicht schauen wir uns mal an, worum es direkt ging. Ja, gerne. Ja, wir haben also vermehrt Diebstähle und ja, können uns dem nicht mehr erwehren. Also hier war das mit den Diebstählen, ne? Genau. Von den Anhängern, richtig? So, genau. Dann lass uns mal einmal gucken. Jetzt lass uns einmal hier durchgehen und mal gucken, wie weit die Straße entfernt ist. Also steht fest, wenn jemand was vorhat, der kann von dieser Seite schwierig zum Abtransportieren unmöglich.
unmöglich. Mhm. Also es ist auf keinen Fall möglich, dass ein Täter zum Beispiel einen Wohnwagen stiehlt, den er von dieser Seite aus abtransportiert. Mhm. Was möglich ist, dass ein Täter von der Seite zu Fuß über den Graben hüpft und ein Wohnmobil stiehlt. Oder Sachen ausbaut, wie schon mal vorgekommen ist. Ja. Airbags, Navigationsgeräte, was auch immer. Du kannst im Prinzip nur von hier reinkommen. Ja. Das ist die einzige Zufahrt direkt zum Gebäude, zum Eingang. Was aber nicht bedeutet, dass jemand, der da auf dem Ostring fährt, nicht von der Seite ins Gebäude kommt. Ja, ich weiß. Das sind also TÜV-geprüfte Krallen, die kosten auch richtig Geld, sind sehr, sehr stabil. Die wurden einfach aufgebrochen, wurden hier hingeschmissen mit den gestohlenen Fahrzeugen. Wurde dann hier über den Schotter wurden die Wohnwagen abtransportiert. Also absolute Profis, unerklärlich, absolut unerklärlich. Seit über 40 Jahren sind wir Händler. Sowas ist noch nie vorgekommen. Wir wissen uns nicht weiter zu wehren, als wirklich in Technik, in Abschreckung zu investieren. Die Kameraüberwachung nach außen stellt bis auf eine gewisse Entfernung im Dunkeln schon ein Problem dar. Ich sag mal so, bei allem anderen außer einer Festbewachung bekomme ich Bauchweh, ganz ehrlich. Hm. Also was ich vorschlagen kann, dass sie mit der vorhandenen Kameratechnik arbeiten, ja, und die ergänzen, sodass zum Beispiel ein Mitarbeiter um eine bestimmte Zeit permanent hier ist, ja, vielleicht auch ein, zwei Monitore überwacht und Patrouillengänge in der Nacht vornimmt. Einsichtig der Bereich, da fahren die Autos, also absolut kurios, was da passiert ist. Und wir überlegen jetzt natürlich, was können wir machen, was können wir